Nicht, dass ich den jetzt kicken muss und dann... Naja, vielleicht kommt er ja gleich wieder online. So, ich wollte mal nicht... Der ist jetzt oben, Alschür. Na klar, der muss natürlich zu weit vorlatschen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Jetzt muss ich reinschüren. Jetzt müssen wir die halt schnell down kriegen. Ohne Heiler. Oh scheiße, jetzt habe ich das abbekommen. Ah, der Krieger verreckt mir doch nicht jetzt. Hey, bleibst du hier? Jetzt gehen die aufs andere Ziel da. Naja, okay, ist ja egal. Das war eigentlich auf dem anderen drin. Naja. Und ich heil mal den Typi da kurz. Zack. Ich muss ja heilen, ey. So. Na, jetzt werde ich den mal raushauen. Wie geht denn das? Noch eine Prise. Was? So, tun wir den mal raus. Weil ich mag das nicht. Die Leute gehen. Oh, die Leute gehen offline, die Leute gehen einfach aus der Gruppe. So. Ich meine, wenn sie sich mal so abmelden, und hat sogar Kampfrausch angemacht, ich drehe am Rad. Kann doch nicht sein, oder? Doch, es kann sein. Hm, Leutchen, da haben wir schon einen neuen Heiler, ist ja super. Das ist sowas, du die Folge natürlich wieder mal kräftig in die Länge ziehen, aber ich werde es in der Hälfte cutten. Ist der auch schon da? Ne, der kommt gerade angehübelt. Egal. So, ein neuer ist da, dann wollen wir ihn auch mal begrüßen. Servus. Oder hi. Geht am schnellsten. Ich möchte nicht so viel rumdrücken, dass ich meine Aufnahmetaste erwische und dann... Dann ist Ende. Ja, der braucht eh noch, bis der da ist. Ach ja. Ja Leute, so sieht ein Alltag aus, wenn man mal mit Leuten zusammenspielen will, die man nicht kennt. Dann wird man hier gleich im Stich gelassen. Oh, hier ist sogar... Nee, das ist keiner von meinem Server dabei, oder? Der Heiler, der war von meinem Server, der hier offline gegangen ist. So ein Penner, ey. Und jetzt musste ich ihn auch noch kicken. Naja. Ich meine, tut mir leid, wer so lange offline bleibt, hat Pech gehabt. Wird mich gleich anschreiben. Du Penner. Arras war der ja. Ne, das ist nicht der. Der ist auch noch nicht online. Hallo. So. Aber der Kari ist AFK, ne? Ja. Ohne den fange ich hier auch erstmal nicht an, oder? Ach, der ist wieder da. Gut, 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 gut. Habe ich jetzt die Aufnahmetaste gedrückt? Nein. Guten, guten, guten. Dann fangen wir mal an. Nach einer kurzen Unterbrechung. So, jetzt müssen wir hier erst einmal wieder ein paar Mobs killen. Und dann macht er irgendwie... Nee. So, die Gegner sind natürlich... Den haben wir vorhin schon besiegt als ersten Mob. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal die ganzen Mobs nochmal machen. Und dann kommt es endlich. Irgendwie so. Komisch. Jeder macht auf irgendeinem anderen Mob Schaden. Anstelle sich mal irgendwas rauszusuchen. Nein, lässt es nicht auf. Ich meine, ich finde es ja schön, wenn die Mobs gleichzeitig down gehen. Aber das bringt eigentlich nichts. Wieso drehen die sich eigentlich so komisch? Den einen haben wir schon mal verreckt. Das könnte man auch wesentlich koordinierter angehen. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück.
So, ich mache mal ein wenig größer den Bildschirm, dass ihr auch mehr seht. So, jetzt macht der hier nämlich diese kleinen Viecher. Die bewegen sich nicht, die bleiben einfach da, wo sie sind und... Okay. Der macht mal wieder Schaden, wo er will. Mir ist das eigentlich auch egal. Ich mach da Schaden. Vielleicht kriege ich hier einen allein down. Weil das ist sowieso wurscht. Mal hier... Mein Aggro spielt hier eh keine Rolle. Die schießen eh auf alles, was sich bewegt wahrscheinlich. Und stopp, ich hab den nicht im Target. Da brauche ich jetzt, kann ich hier drücken, wie ich will. Wenn wir die dann down haben, kommen dann nochmal welche. Da kommen dann die anderen, die wir dann vor der Tür gesehen haben. Die wir ja ohne Heiler bezwingen mussten. Weil sicher unser Schamanheiler, wir hatten in der Instanz schon drei Heiler, ey. Für drei, für jeden Boss einen anderen. Mann, okay, mir ist es egal. Den Boss habe ich jetzt schon zweimal gemacht, vor dem wurde begegnet, jetzt doch der eine. Der ist, glaube ich, in zwei verschiedenen Varianten zu spielen. Ist mir zumindest so aufgefallen. Nein, nein, ja. Ja, der Typ versucht hier irgendwas hinzubekommen. So, jetzt kommen noch mal vier solche. Bäh. Das sind die, wo wir vor der Tür gesehen haben, die wir mal ohne Heiler besiegt haben. Meine Bedrohung sinkt irgendwo. Hier haben wir doch eine Bedrohungsanzeige. Zack, mal reingehauen. Fertig. Oh, oh, da gehe ich mal raus. Da gehe ich raus, da gehe ich raus, da gehe ich raus, da gehe ich raus. Mir ist das etwas zu... Weg. Die machen irgend so ein Debuff. Ah, shit, das habe ich jetzt in Glück gesetzt. Jetzt macht er schon wieder Schaum. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das auf mich... Regen die das auf mich oder machen die... Das ist diese Pfütze da, ne? Aber ich glaube schon. Dann läuft man lieber raus. Und lässt seinen Debuff auslaufen. Als dass man dann drin stehen bleibt und den Heiler unnötig Arbeit macht. Obwohl man sie natürlich... Das kann man nicht mal unterbrechen, ey. Was soll denn der Scheiß? So, jetzt ruft er erstmal den Boss. Jetzt gehe ich erstmal zurück. Die bleiben natürlich stehen. Ist natürlich klar. Was ist das für ein Ding? Mensch, Junge! So, mal sehen, welche Variante jetzt drankommt. Es gibt nämlich zwei Varianten. Da kriegt man Debuff. Was ist der? Ja, das ist die Variante. Oder? Nee, jetzt blöd. Ja, da müssen wir jetzt in die Blasen rein. Oder? Nee, das ist schon wieder eine andere Variante. Würde ich mich verarschen, oder was? Ah, gibt es sogar drei Varianten? Jetzt muss man nämlich hochspringen. Okay, jetzt konnte ich nicht springen. Jetzt war ich oben unten gestunt. Toll. Da kann man nämlich so hochspringen und dann muss man... dieser Bierwelle ausweichen, ja, Bier, ne? Ja, ja. Das erste Mal, wo ich gegen den gekämpft habe, war es richtig schwer. Da kamen so Geister und haben den geheilt. Das war richtig, richtig krass. Da haben die DDs die jetzt nicht schnell genug down gekriegt und dann... Wow, oh, schaffen wir's? Da muss man nämlich drüber springen. Damit man keinen Damage bekommt, was... Jetzt habe ich das Ding falsch gesetzt. Geschwächte Seele. Jetzt sind solche Luftblasen da oben. Die sind schon wieder weg, okay. Jetzt macht er, glaube ich, wieder dieses... Ja, jetzt kommt es wieder. Und zack. Jetzt muss ich gleich nochmal springen. Wow. Ja, wenn man es gut anstellt, muss man nur einmal springen. Da muss man direkt auf die Kante kommen. Und dann wieder die Blasen. Also gibt es denn sogar in drei Varianten? Oder gibt es denn sogar in vier? Oder der macht das einfach so, wie er gerade Bock hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal jede durch. Okay, die ist jetzt nicht so schwer, finde ich. Aber ich finde es geil, dass sie da aufblenden auf mir. Ach ja, da spritzt sich was aus den Ohren raus.
Da kommt mir diese Brühe aus den Ohren. Da muss ich aufpassen, dass ich meine Leute nicht erwische. Ich hoffe, ich treffe die jetzt nicht. Sieht aber nicht so aus. Das hält jetzt noch ein paar Sekunden an. Und dann ist es auch schon wieder weg. Tau. Nee, Abstand 10 Meter. Den halte ich im Moment ein. Das sieht man hier durch diesen grünen Kreis. Den hat man natürlich nicht, wenn man keinen Deadly Boost Mods hat, ne? Also, glaube ich. Also ich glaube, der ist schon von Deadly Boost Mods. Und der kommt ja auch nur, wenn du das aufblähen hast. Wenn natürlich dann einer reinläuft, so wie der Krieger jetzt, dann kann ich dafür nichts. Aber im Moment habe ich ja keinen Aufblähen. So, kommt mal wieder irgendwie hier. Da kommt's wieder. Kommt von rechts hinten. Wow, wow, wow. Ja, da kann man mal in die Ecke reinspringen. So. Bam. Jetzt sind wir schon bei unter 20%. Jetzt kann ich auch meinen Hammer des Zorns einsetzen. So, das war eigentlich jetzt mal eine leichte Variante, finde ich. War ganz gemütlich mal, ne? So. Jetzt ist auch nur noch vorne. Oh, da hat es jetzt mal kurz geleckt. Wahrscheinlich, weil ich so viele Daten schon auf dem Ding habe. Ich hoffe, das klappt auch, dass alle erhalten bleiben und nicht irgendwas verloren geht. So, was haben wir jetzt da? Da haben wir einmal Leder und einmal Platte. Platte, Willenskraft, das ist was für Heilung. Da werde ich einfach mal Bedarf drauf machen, weil das sowieso kein anderer braucht. Vielleicht will ich mal heilen. Wer weiß. Was hast du getan? Ich glaube nicht, dass der Krieger Willenskraft braucht. Siehst du nicht? Ich habe mir endlich einen Namen gemacht. Ich habe Perfektion gebaut. So, ich hab's bekommen. Yeah. So, Leute. Die Brauerei ist zerstört, verseucht. Wo gehobelt wird. Und im Hauptlager sind Schädling. Schädling. Wir können nicht alle Helden sein. Vor unserer Verantwortung fliehen, durch die Schreckensöde ziehen, die Welt retten. Manche von uns sind. Ich glaube, die Brauerei brennt. Ah ja, das kommt vor. Ja, das kommt vor, die brennt halt, ne? Tja, so endet dieser Run hier, Leute. Wir sehen uns dann mal wieder in der anderen Instanz, aber da muss ich noch ein bisschen leveln, glaube ich. Und ja. Nee, ich habe noch keine neue. Oder? Mal gucken. Nee. So, Leute, das war's. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal bei einer Instanz von Mist of Pandaria. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.